Leute, willkommen zu einem weiteren, aber kurzen GTA 6 News Update. Leider habe ich sehr, sehr schlechte Nachrichten, wenn die Leaks, die Gerüchte stimmen rund um GTA 6, was die PlayStation 4 und Xbox One Besitzer betrifft. Es soll wohl so sein, was ich verstehen kann, aufgrund der Ressourcen, die GTA 6 frisst. Software, Hardware und so weiter, die Größe des Spiels und Ladezeiten, die nicht mehr existieren sollen und so weiter und so fort, Datenmengen ohne Ende. Es soll wohl so sein, dass dieses Spiel nur für die Next-Gen-Konsolen konzipiert wurde, natürlich auch für PCs mit einer guten Hardware, das sollte klar sein. Wir sollen wohl nicht mehr in der Lage sein, diesen neuesten GTA-Teil auf einer PlayStation 4 spielen zu können oder auf der Xbox One. Ich glaube tatsächlich daran, dass das so sein wird, was für mich auch Sinn macht, auch wenn es ein harter Schlag für alle ist, die eben nicht Besitzer einer Next-Gen-Konsole sind. Wir wissen, dass wir in der Vergangenheit extreme Lieferschwierigkeiten bei den verschiedenen Konsolen hatten. Das sollte mittlerweile passé sein. Aber ich glaube, nicht jeder ist bereit, da 400, 500, 600 Euro für eine neue Konsole auszugeben, nur um GTA spielen zu können. Ich bin aber überzeugt, dass wenn GTA 6 rauskommt, dass die Verkaufszahlen für die Konsolen nochmal extrem nach oben schnellen und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass wir eine PS5 oder Xbox Series X GTA 6 Sonderedition dann im Laden stehen sehen, irgendwelchen tollen Scheiß, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dennoch ist es ein Schlag ins Gesicht für alle, ich sage mal, nicht Next-Gen-Konsoleros. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, kann ich verstehen, dass das für die alten Konsolen einfach nicht mehr konzipiert wird, weil das vielleicht, weil es einfach so ist. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, auch wenn es krass ist. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Seid ihr bereit, das Geld dafür auszugeben? Ich bin ganz ehrlich, wenn ich es jetzt nicht besitzen würde, mir wäre es das Spiel wahrscheinlich definitiv wert. Aber ich kenne viele von euch, also ich weiß, dass viele von euch die Kohle einfach nicht mal eben beiseite haben und sagen so, jetzt aber eine PlayStation 5. Ich habe jetzt mal so richtig Bock wegen, ich sag mal vielleicht einem Spiel, weil sie mit einer PS4 oder einer Xbox One eigentlich im Grunde genommen sehr, sehr zufrieden sind. So, jetzt höre ich mal auf zu labern für diese kurze Information. Ich bin dennoch gespannt, was ihr in den Kommentaren darüber zu sagen habt, weil das ist doch schon eine heftige Kontroverse, über die wir hier sprechen, die nicht jedem gefallen wird. Deswegen lasst euch mal aus. Vergesst nicht zu abonnieren, Daumen da zu lassen. Wie gesagt, kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten GTA 6 Video. Haut rein. Ciao.